Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es eine 300 Abonnentenverlosung. Außerdem startet heute der große Adventskalender, von dem ich ein Teil sein darf. Yeah! Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Ich möchte mich bei meinen Abonnenten bedanken mit einer 300 Abonnentenverlosung und machen wir jetzt ganz kurz und knapp. Danke, danke, danke. Und bei mir ist es einfach so, dass ich jetzt überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass überhaupt jemand guckt. Ich bin ja einfach angefangen mit aus Spaß quasi und habe immer noch Spaß dabei. Aber es ist einfach schön, wenn da auch mal ein paar Leute zugucken. Und deswegen finde ich das ganz toll. Und deswegen möchte ich eine kleine Verlosung machen, für alle die mitmachen wollen und folgendes Paket gewinnen wollen. Ich habe mir da was überlegt. Weil wir ja alle ein bisschen Beauty-verrückt sind, zumindest der größte Teil der Abonnenten, habe ich mir überlegt, diese Produkte an euch zu verlosen. Das sind Alverde-Produkte aus dem Adventskalender. Zwei fehlen, weil ich die selber ausprobiert habe, aber den Rest habe ich mir gedacht, bekommt jemand von euch. Und die sind natürlich alle unbenutzt und ungeöffnet. Und um ein bisschen dekorative Kosmetik dabei zu tun, habe ich mir überlegt, die Hatice mit dabei zu tun. Nein, das ist nicht die Palette. Oh. Und zwar habe ich beide Wimpern bekommen. Eine möchte ich an euch verlosen. Das kommt also auch mit in die Box. Und zwar ist das die Istanbul-Wimpern. Die Istanbul-Wimpern. Die geben einem dann doch so einen ganz tollen, dramatischen Look. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen mit einem mit einem Smoky Eye noch dabei. Wow. Es ist noch versiegelt, also unbenutzt. Und dazu gebe ich noch zwei Liquid Lipsticks von Hatice. Und zwar habe ich einen doppelt mitgenommen, weil ich an eine Verlosung gedacht habe. Und den anderen gebe ich dann auch noch dazu. Und zwar sind das einmal, ist das einmal Nummer 1986, das ist die hier, und dann einmal Berlin. Das sind wirklich wunderschöne Farben und ich habe sowieso gedacht, ein paar Liquid Lipsticks in Verlosungen zu stecken, und von daher, die beiden dürfen also auch mit in die Verlosungskiste rein. Das wäre also quasi die Verlosungsbox. Wenn ihr gewinnen wollt, dann stehen die Teilnahmebedingungen einfach unten in der Infobox. Einfach mal schauen, wer gewinnen möchte. Schreibt einfach einen Hashtag in die Kommentare. Was nehmen wir denn da? Machen wir einfach, ich will gewinnen. wie bei der letzten Verlosung. Und dann weiß ich einfach ganz genau, dass, dass derjenige bei der Verlosung mitmachen möchte. Ja, das war das, was ich eigentlich mitteilen wollte. Also ganz vielen lieben Dank. Es freut mich wirklich sehr, dass euch meine Videos gefallen, und von daher danke, danke, danke. Und außerdem wollte ich euch auf den Beauty-YouTuber-Adventkalender 2018 aufmerksam machen, der heute gestartet ist. Heute wurde schon das erste Türchen geöffnet. Und ich darf ein Teil dabei sein, was ich ganz, ganz toll finde. Und ich habe mich da riesig drüber gefreut. Ich habe früher immer, als ich noch keine YouTube-Videos gemacht habe, habe ich mir auch Videos angeschaut. Und die Adventskalender, die fand ich immer ganz toll zur Weihnachtszeit. Und wenn ich so jetzt zurückdenke, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es auch mal ein Teil davon werden würde oder dass ich überhaupt YouTube-Videos machen würde. Es ist kein
üblicher Beauty-YouTuber-Adventskalender, sondern es steht unter dem wunderschönen Thema Sharing is Caring. Insgesamt 23 YouTuberinnen machen mit. Das erste Türchen wird heute geöffnet bei der lieben Kathi von Kathis Kosmos. Schaut unbedingt mal da rein bei ihr, gleich sofort nach diesem Video. Wie die liebe Kathi von ihrem allerersten Video bzw. in ihrem Ankündigungsvideo schon gesagt hat, sollte man natürlich das ganze Jahr über bereit sein zu helfen, ja, wo es möglich ist. Ja, ich finde, das ist genauso wie beim Muttertag, ne? Eigentlich sollte man den Müttern das ganze Jahr lang über helfen. Am besten jeden Tag Blumen schenken. Ja, und alle konzentrieren sich dann auf den Muttertag, ja? Genau, und so ist es. Das ist jetzt ein bisschen, ja. Nein, jetzt ist ein gutes Beispiel. Jetzt ist es natürlich, man merkt einfach als Mensch, wie sehr man sich eigentlich glücklich schätzen sollte für das, was man hat, im Vergleich zu den Menschen, die vielleicht einsam sind, die keine Familie haben, Kinder, die keine Eltern haben, nichts zu essen haben, Nachbarn, denen es halt nicht so gut geht, älteren Menschen, denen man vielleicht helfen könnte, einer gestressten Mutter, die völlig hilflos ist, weil sie vielleicht alleine ist mit ihren Kindern. Und warum nicht dann mal der Mutter eben die Kinder für einen Tag abnehmen oder ja, vielleicht den Nachbarn helfen, den alten, älteren Nachbarn dann mal einkaufen gehen, Hunde ausführen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man den Menschen helfen kann, und es gibt so viele sehr gute Organisationen, die auch nicht nur hier in Deutschland gute Taten vollbringen, ja, die Menschen unterstützen, sondern auch im Ausland, wo die Mittel halt nicht zur Verfügung stehen, die wir hier vielleicht in Deutschland haben. Und von daher, ich finde, das ist eine wunderbare Zeit, deine Hilfsbereitschaft, deine Nächstenliebe nochmal so richtig zu pushen, zu zeigen, vom Herzen, und darum geht es. Bei Sharing is Caring. Für euch kann es eine schöne Inspiration sein. Vielleicht ist da was für euch dabei, wo ihr euch sozial engagieren wollt, vielleicht spenden wollt, oder vielleicht habt ihr ja auch bei euch eine Nachbarin, deren Hunde ausgeführt werden müssen, weil sie es selber vielleicht nicht kann. Genau. Natürlich gibt es auch was zu verlosen. Jeder der YouTuberinnen wird ein Video hochladen. Die ganzen Kolleginnen werde ich unten in der Infobox verlinken. Schaut da unbedingt rein. Und es sind YouTuberinnen, die ich schon seit Jahren verfolge. Und es sind auch YouTuberinnen, die ich noch gar nicht gekannt habe, aber froh bin, sie jetzt kennenlernen zu dürfen. So. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn dann lasst mir einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und die Kanäle der Kolleginnen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.